Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder auf unserem Permakultur-Podcast. Heute habe ich zu Gast die liebe Sonja und den Gerhard vom Urban Gardening Linz. Und Farming. na, wie Farming. heißt Urban Farming. Nur Urban Farming, aber Urban Farming Linz, ne? Genau. Ja, und euch habe ich besucht vor 2 Jahren. Da habe ich den Permakultur-Design-Kurs beim Bernhard Gruber gemacht. Da war ich extrem fasziniert von eurem Garten. Und ihr seid heute mal da als wunderschönes Beispiel, wie man mitten in der Stadt halt auch Permakultur umsetzen kann. Und da geht es natürlich nicht nur um Garten, sondern auch um ganz viele andere Dinge. Aber bevor wir loslegen, wollte ich noch kurz sagen, für alle von euch da draußen, die unseren Podcast schon länger verfolgen, wenn ihr unser Projekt hier unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber, auch in Zukunft, in welcher Form ihr das auch immer tun wollt. Aber denkt dran, wenn ihr die Themen, die wir hier präsentieren, gut finden, dann füttert mal schön den YouTube-Algorithmus mit tollen Kommentaren und Daumen hoch, weil dann trägt sich das auch so ein bisschen weiter nach draußen. Ihr wisst ja, wie es läuft, genau. Ja, und ansonsten hoffe ich, das wird heute eine ganz wunderbare Sendung mit den beiden. Da bin ich schon richtig gespannt. Die Sonja ist nämlich auch Profi, ja, was filmische Sachen angeht. Ich denke mal, das Video heute, das wird wesentlich besser als das sonst so der Fall ist, weil sie es nochmal nachbearbeiten wird. Sie grinst schon oder der Gerhard wird es machen. Genau, aber legt erstmal los. Wir wollen erstmal so ein bisschen darauf eingehen, wer seid ihr überhaupt, wo kommt ihr her und was habt ihr schon so im Leben gemacht? Denn euer Projekt, wie es jetzt ist, das hat ja eine ganz, ganz lange, sehr spannende Vorgeschichte. Ja, fangt mal an zu erzählen, ihr beiden. Oder stellt euch erst mal so ein bisschen vor. So, du hast Okay. jetzt von Urban Gardening geredet, Farming. sage ich es auch schon falsch, Urban Farming gesprochen als Überbegriff. Und ganz vorhin hat, oder unser Garten heißt eigentlich noch der himmlischen Garten. Und der Name kommt daher, dass wir ja auch Filmproduktion sind. Und da ist der Name Company of Heaven, das heißt die himmlischen Herrscher. Da war die Idee, weil es dir im Filmbereich eigentlich, wir waren nur zu zweit, aber du arbeitest immer mit sehr vielen Leuten aus allen Bereichen, mit Künstlern zusammen. Und da war die Idee, das waren die himmlischen Herrscher. Nachdem der Film zuerst war und der Garten nachher gekommen ist, haben wir gedacht, naja, jetzt müssen wir für den Garten auch noch einen himmlischen Namen finden und darum heißt er der himmlischen Garten. Das heißt jetzt,
der Garten der Himmlischen. Das war einmal die Einführung. Ja. Ja, also angefangen hat es so, wir haben früher ja kein Haus gehabt, der Gerhard hat in einer Wohnung gelebt und ich habe in einer Wohnung gelebt. Mit dem Zusammenziehen haben wir ein bisschen ein Problem gehabt, weil es so gut gelaufen ist und in dem Moment haben wir geglaubt, wenn man zusammenzieht, wird es ein Problem. Und wir sind sehr viel in der Natur gewesen und haben uns eigentlich hauptsächlich auf die Wildkräuter spezialisiert. Ja? Also das heißt, wir haben viele Jahre Wildkräuter gesammelt, eingekocht, verarbeitet und auch wir sind dann auf so Keltenfesten und so Dings als Druide und Alchemistin gebucht worden, weil wir unser einheimisches Kräuterwissen weitergeben wollten. Weil es ist total witzig, du kannst halt eine Brennnessel beim Biller kaufen, ja, oder einen Löwenzahn. Ich meine, ist eine Katastrophe, ja. Und wir haben unsere einheimischen Wildkräuter, also wirklich busweise selber gesammelt, ja, und haben daraus Räuchermischungen, Tinkturen, Fermentiertes, alles Mögliche gemacht. Ja? Also da haben wir noch gar keinen Garten gehabt, da hätten wir auch schon leben können. Und diese ganze Geschichte jetzt, die so läuft, ja, und Selbstversorgung, also wenn's das und das nicht mehr gibt und wenn's da nicht 20 Kilo Reis daheim hast, man kann draußen, von dem, was draußen ist, genauso leben. Ja? Also wirklich. Und ich sage jetzt einmal, dadurch, dass man fast Veganer sind, also eher vegetarisch, weil wir einen super Bauern haben, wo wir die Eier herkriegen und einen Rohmilchtopf, aber das ist schon das Einzige, weil das andere ist wirklich Gemüse und so Zeug, was man halt selber braucht oder selber hat oder was man halt dann beim Großhändler, wir sind beim Bio-Großhändler und kaufen die Sachen halt so, wenn wir mal einen Bioladen gehabt haben. Aber angefangen hat es wirklich mit den Wildkräutern einmal, ja. Oder haben wir Säfte gemacht. Wir haben aus die Säfte Essig gemacht, ja. Kombucha, das haben wir dann auf dem Biomarkt verkauft. Wir haben, okay, jetzt bin ich schon wieder viel zu weit. Also angefangen hat es mit der Filmerei, mit dem Sammeln im Studio, dass wir, falls wir mal ein Haus haben, dass wir das alles verwerten werden, ja. Und vorweg, das Allerwichtigste, warum ich das jetzt sage, ist einfach, so wie ich gesagt habe, wenn ich Schamane bin, ich habe 3 Kurse gemacht, dann bin ich Schamane. Völliger Schwachsinn. Wenn ich zum Beispiel, wir haben die Filmerei gemacht und haben weder eine Akademie noch irgendein Dings gemacht, wir haben das immer freischnauze gemacht. Ja? Uns hat es interessiert, wir haben es gemacht, wir haben in die Bavaria Studios Kurse gemacht, wir haben bei die Arewerke Kurse gemacht, wir haben Lichtseminare in der Akademie in Wien. Einfach nur freischnauze, weil es uns interessiert hat. Und so sind wir zur Filmerei gekommen. Und genau so, ja, sind wir zu unserer Lebensweise, zur Permakultur, zum Gemüse. Ich hab vom Gemüse null Ahnung gehabt. Null, ja. Haben wir gedacht, na, was tust? Naja, okay, das einzig wirklich Gute war die Arche Noah. Ja, wo ich mir gedacht habe, okay, wir haben damals für Dreisat einen Bericht von der Arche Noah gemacht und haben gedacht, wow, ist das genial, was die machen. Und da war ich Mitglied dann und dann haben sie eine Ausschreibung gemacht, sie brauchen Mitarbeiter. Ich denke mir, Gerhard, das ist genau das Richtige, um zu lernen. Ja, da hat es natürlich nichts gegeben finanziell, sondern das, was ich gekriegt habe, war einfach perfekt. Ich habe ein Wissen gekriegt. Ich habe Fragen können, ja. Ich habe Sachen mir erlauben können, bin ja nicht bezahlt worden. Ja, ich war ja freier Mitarbeiter. Ne? Und so hat das angefangen, wo ich einfach sage, man braucht weder eine wirkliche Ausbildung, sondern man braucht nur wirklich ein Herz für das, was man tut. Und das Allerwichtigste, ich habe eine gute Freundin, die ist leider verstorben vor kurzem, die hat immer gesagt, Sonja, nächstes Jahr machen wir es anders. Das heißt, es gibt kein falsch und kein richtig, ja. Es gibt einfach probieren, ja. Und wenn es nichts wird, na, dann machen wir es nächstes Jahr anders. Und das machen wir jetzt schon seit wann haben wir das Haus? Seit 2006 oder was? Ja. Das mache ich seit 2006, mache ich jedes Jahr anders. Ja, aber ich sage jetzt, da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir nicht leben müssen davon oder, sage ich mal, gar nicht
leben könnten, weil die Sache mit der Selbstversorgung ist ja, man belügt sie ja eigentlich selbst. Weil auf unsere 800 oder 750 Quadratmeter, die wir haben, da steht aber das Haus und die Scheune noch drauf. Also da bleiben ungefähr die Hälfte, die Hälfte für den Garten über. Und da gibt es eine lustige Geschichte zur Selbstversorgung. Finanzamt, wir haben eben in unserer Filmproduktion haben wir die Finanzprüfung da gehabt und der ist, glaube ich, 2 Stunden über meine Bücher gesessen und hat immer geblättert und hat immer den Kopf geschüttelt, hat gesagt, ja, von was leben Sie eigentlich? Von was leben Sie? Sage ich, ja, wir brauchen schauen Sie die Buchhaltung an. Es ist ja so, ich arbeite, also der ehemalige Schweinestall ist mein Studio, ich habe keine Kosten zusätzlich. Und wie wir endlich fertig waren, sind die dann rausgegangen und Sonne sagt zu den beiden Herren noch, wollt ihr unseren Garten sehen? Und der eine war dann wirklich recht interessiert und die gingen dann nach hinten und dem ist wirklich die Lade runtergehängt, das war im August, wo natürlich alles grün ist, und der sagt, ah, jetzt verstehe ich, ihr seid ja Selbstversorger. Also, das war jetzt praktisch die Rechtfertigung, dass ich durch den Film eh nichts verdienen muss, weil ich mich eh selbst versorge. Wobei, Gerhard, man muss natürlich immer dazu sagen, finde ich, in der heutigen Zeit, weil das immer so daherkommt, ihr könnt euch ja selbst also versorgen mit den Lebensmitteln, die da sind. Also ich glaube, ihr müsst ja sehr wenig zukaufen. Ihr habt es ja gesagt, ein paar Eier und Ding, ne? Und im Zweifel würdet ihr auch mit relativ viel von eurem Gelände klarkommen, sag ich mal. Also der Anteil ist recht groß, weil es ja immer übers Geld geredet wird, ne? Also, ja, dass man das nicht immer so klein macht. Also klar, müssen wir alle irgendwo unser Geld verdienen. Aber wenn ich mir angucke in eurem Garten, ich meine, der Großteil, den ihr esst und verwertet und ihr verkauft ja noch einiges auch von den Sachen, glaube ich, oder verschenkt. Ja, ihr verschenkt sehr, ne? Genau. Jetzt ganz, trotzdem ganz ehrlich, ich habe zwar im Herbst irrsinnig viel Kürbis und wir wissen erst seit 2 Jahren, wie man einen Kürbis wirklich lagert, dass er dann nicht quatschig wird. Das sind halt auch so Lernschritte. Früher haben wir die Hälfte dann im Jänner, Februar wegschmeißen müssen, weil es nicht gehalten haben. Unser Wurzelgemüse wächst im Kreis, weil wir es nicht schaffen. Kartoffeln haben wir auch probiert, da kommt so viel raus, wie wir reingesetzt haben. Manche Sachen gehen halt einfach nicht und die können wir nicht oder passen die Voraussetzungen nicht. Dafür haben wir halt die Tomatensauce über das ganze Jahr, weil wir so viele Tomaten haben. Aber Selbstversorgung würde ich das nicht nennen. Ich sage jetzt einmal, dadurch, dass wir ja noch 3 Hunde haben und wir viel Gemüse essen, also wir haben, sage jetzt einmal, ich mache die Sachen, die super funktionieren. Ich sage immer so, oberste Priorität bei mir im Garten heißt, minimale Arbeit, maximaler Ertrag. Das ist meine Devise. Ja? Das heißt, warum soll ich mir Erdäpfel aufbauen, wenn ich es beim Biobauern, der die besten Erdäpfel hat, ich mir jedes Mal 20 Kilo Erdäpfelsack hole und mit denen komme ich 2 Wochen aus. Weißt du, was ich meine? Der Bauer hat eine Freude, ich habe eine Freude, weil ich da draußen dann was anderes aussetzen kann. Ja? Das Gemüse, was wir brauchen, also wir holen immer so eine große Kiste von unserem Gemüse, also wir haben einen Erdäpfelbauer, der die Eier auch noch hat, und einen Gemüsebauern. Und da fahren wir jedes Wochenende auf und holen uns einen riesen, was der, die vom Kordel, die großen roten Kisten mit Gemüse. Und meine Hund essen zu 80% nur Gemüse mit, also die werden auch glutenfrei, wir sind glutenfrei. Die Hund kriegen, gestern hat es einen Basmati-Reis gegeben mit Grünkohl. Ja? So, die putzen die weg wie nichts. Da ist kein Fleisch und da ist gar nichts drin. Ich meine, ich tue für meine Hunde auch einkochen, weil wenn die Kartoffelbäuerin, ja, mit den Eier ihre Hühner wieder aussortiert, weil wir früher Hühner auch gehabt, ja.
Nur das Problem waren dann die Nachbarn. Das ist die Geschichte, musst du erzählen, das ist eine Katastrophe, ja. Okay. Und wenn die Hühner aussortiert, dann kaufe ich mir halt, was weiß ich, 100 Händeln, ja. Und tue es einkochen. Für meine Hund, ja. Und dann brauche ich auch kein Dosenfutter und so Zeug, weißt. Und da kommt dann das Gemüse noch dazu. Und, ja. Und ich sage jetzt einmal, einmal in der Woche gebe ich ihnen halt ein Fleisch. Sie brauchen es nicht, ja. Also, es ist, mit dem Gemüse oder im Frühling gibt's dann den ganzen Löwenzahn dazu und das ganze Gundermann, Giersch, meine Hunde, also sie sind bei mir geboren, ja, also die habe ich zur Welt, also nicht ich zur Welt gebracht, aber ich habe ihnen geholfen, die Fruchtblasen aufmachen, und die sind das gewohnt, ja, die haben vorher das Zeug vom Kordel gekriegt, ja, und da habe ich halt früher das Mangalitza für die, oder den Büffel vom Kordel gehabt, ja. Aber dadurch, dass wir jetzt selber, also mit dem Fleisch sowieso nichts, und ich auch bei den Hunden, meine Hund habe ich 4 Jahre vegan ernährt. 4 Jahre vegan, ja. Und dann habe ich halt wieder angefangen. Also noch mal eine Frage zum Verständnis. Die Hühner, die du dann quasi in großen Mengen einmal in einer großen Aktion einmachst, das sind quasi aussortierte Hühner vom Biobauern, oder? Ja, das sind Legehühner. Ach so, okay. Wo das Fleisch quasi nicht keine hohe Qualität hat. Und die sonst entsorgt werden würden. Nicht für den Konsumenten. Ich muss da anzuhören. Weißt du, wie schwierig das ist, dass du Suppenhändel kriegst? Das richtige Suppenhühner. Kriegst du nicht. Und die haben halt, weißt du, was ich meine, die hat halt die Muskeln und weil die rennen den ganzen Tag draußen herum, ja. Und, aber du kriegst heute nirgends mehr eine gescheite Suppen hin, ja. Und, ja, weißt du, was ich meine? Die haben alle solche Brüste und schmeckt alles nach Wasser, weil die irgendwie aufpumpt sind, ja. Aber ja. Ich sage jetzt, sicher ist nicht viel drauf, aber meine Hunde lieben es. Aber ist ja wurscht jetzt. So, ich glaube, wir sollten uns schon wieder... Wir kommen ins Detail. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt, denke ich, einmal von den Wildkräutern angefangen. Also, wie wir noch kein Haus und keinen Grund gehabt haben, waren wir halt im Wald unterwegs. Barfuß, nackt, im Wald Kräuter sammeln. Und jawohl. Ja, es war so. Wirklich. Auf jeden Fall, irgendwann haben wir dann gedacht, naja, irgend so ein Bauernsacherl oder was wäre interessant und haben wir dann zum Suchen angefangen. Und nachdem aber wir trotzdem Stadtmenschen sind. Du warst das. Er wollte alles mit dem Radl fahren. Und ich gedacht habe, ich schaffe alles mit dem Fahrrad und brauche kein Auto. Und ich brauche mein Programmkino und ich kann nicht aufs Land rausziehen. Das geht einfach nicht. Außerdem waren keine leistbaren Bauernhöfe oder Sacherl zu erwerben, die nicht so bruchfällig waren, dass das abreißen hättest müssen. Ja. Und irgendwie haben wir dann zufällig dieses Haus da im Wasserwald gefunden. Das ist da im Süden von Linz. Und der Wasserwald ist praktisch die Wasserversorgung für Linz. Das Grundwasser aus dem Linz das Wasser bezieht. Und wir sind da ziemlich nahe am Wald dran. Also, und dieses Haus, weil es eben da regional auch Brunnenfeld heißt, das heißt, immer schon ist da das Wasser da gewesen, das Grundwasser. Und das Haus ist jetzt ungefähr 120 Jahre alt und war einmal ein Bauernsacherl. Das Schöne daran ist eigentlich, dass es eigentlich immer nur vermietet war in den letzten Jahren und da natürlich niemand was im Garten gemacht hat und auch kein Swimmingpool hingebaut hat, weil stell dir vor, du kaufst dieses Grundstück und es steht ein Swimmingpool dort. Reißt du das dann weg, damit du dein Gemüse anbauen kannst? Also da haben wir wirklich das große Glück gehabt, dass das einfach verwildert war. Und ja, jetzt war dann die Geschichte, ja, jetzt hast du ein Haus, jetzt gehört das Haus renoviert, das ist einmal das Wichtigste. Und wir haben uns aber 2 Jahre Zeit gelassen,
weil wir haben so einen verrückten Architekten einmal da gehabt von der Kunstuni da bei uns in Linz, weil wir geglaubt haben, der kann uns irgendwie weiterhelfen, was man aus so einem alten Bauernsacherl macht. Und also er hat wirklich die sinnlosesten Ideen hat er uns da gezeichnet gehabt. Aber im Nachhinein bin ich ihm so dankbar, dass er da gesessen ist, weil wir haben von ihm gelernt, du musst so ein Haus und so ein Grundstück einmal erleben und ersitzen, unter Anführungszeichen, weil erst wenn du übers ganze Jahr einmal an jedem Eckerl gesessen bist und deinen Kaffee getrunken hast, weißt du erst, wo steht wann die Sonne, wo ist gemütlich, wo wird sowieso zu heiß, wo du dich nie hinsetzen wirst, weil du mitten in der prallen Sonne sitzt. Und das war dieses 2 Jahre Erleben einmal dieses ganzen Grundstückes. Und wir haben dann immer nur in der Wohnung gewohnt, beide getrennt und sind immer daherkommen und sind da draußen gesessen, am Kipferl gegessen und Kaffee getrunken. 2 Jahre lang sind wir immer hergefahren. Und eben unsere ganzen Sammelstücke, das waren Fliesen, die nun auf diesen Schauplatten, Schautafeln gewesen sind. Leute, das ist so schön, was ihr da gemacht habt. Ich kriege echt Tränen auch. Das ist echt super. Ja, und das hat sich alles angelagert da. Es hat ausgeschaut wie im Altstoffsammelzentrum. Und Wahnsinn. Genauso haben die vorbeigehenden Passanten das gesehen, weil da war noch kein Zaun da. Und erst nach 2 Jahren, wo wir dann zum Renovieren angefangen haben, sind dieselben Leute wieder vorbeikommen. Und man hat es halt immer reden gehört, weil die einen sagen, wie schaut es denn da aus, da würde eine Bombe reinschmeißen, haben sie gesagt. Und die anderen haben gesagt, ja, jetzt ist endlich wer da, jetzt sind endlich Besitzer da, die was machen aus dem Haus. Die haben uns gar nicht erkannt, dass wir schon 2 Jahre dieselben Leute schon da sitzen. Das ist ja Kunst, das ist ja gar keine Renovierung, was ihr da gemacht habt. Das ist ja unglaublich. Nein, ja. Also Wahnsinn. Das waren ja alles, die Fliesen hattet ihr ja quasi abgecycelt. Also die hattet ihr euch ja besorgt. Erzählt das nochmal. Es gibt diese großen Fliesenhändler und die haben halt ein Sortiment, das wird alle halbe Jahre wahrscheinlich ausgetauscht. Und diese Schautafeln landen im Container. Nee. Teilweise zerbrochen, aber größtenteils voll okay. Wir haben das aus dem Container herausnehmen dürfen. Da haben wir gefragt, sind reingeklettert. Ist natürlich immer ein Problem, weil, ich weiß nicht, heute darfst du das wahrscheinlich gar nicht mehr, weil große Verletzungsgefahr oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall haben wir das gemacht und haben den Vorteil, dass wir, glaube ich, über 6 Jahre diesen ganzen Sortimentwechsel mitgemacht haben, weil normal kaufst deine Fliesen einmal und hast das über 40 Jahre in deinem Badezimmer. Aber wir haben das Sortiment über 5-6 Jahre und haben das dann zusammengemischt. Und für mich gehört das genauso zur Permakultur, eben dieses Upcycling, Wiederverwerten. Ja. Und ich habe jetzt das größte Problem, wenn man einen Gartensessel verrostet, den ich irgendwo aus dem Altstoffsammelzentrum geholt habe und mir zusammenbricht und ich mir jetzt einen Kunststoffsessel kaufen müsste. Ich bringe es nicht übers Herz. Erstens ist es nicht schön, was es da jetzt gibt und es passt einfach nicht dazu. Und ja, ich sage, so verrückt muss da mal sein. Aber gut. Ja, jetzt haben wir dann das Haus gehabt, der Garten ist immer nur zu kurz gekommen. Und ja, da war dann einmal die Idee, wir kennen uns mit Wildkräutern aus und schauen wir mal, dass wir die Wildkräuter reinkriegen in den Garten. Und da haben wir schon gelernt, das ist gar nicht so einfach, weil setz einmal eine Schafgabe, grab die aus und setz einmal ein. Ich glaube, das hat 3 Jahre gedauert, dass wir den richtigen Platz gefunden haben, wo sich die auch wohlfühlt und da bleibt. Das waren unsere ersten
das war unser erster Zugang eigentlich zum Kultivieren. Ja, und dann sage ich zu Sonja, weil was die meine Eltern haben einen Schrebergarten gehabt, da hat es halt ein bisschen Gemüse gegeben, sage ich zu Sonja, ja, irgendwie sollte man schon ein bisschen Gemüse anbauen, auch wenn wir schon die Möglichkeit haben. Und da hat es mir nun den Vogel gezeigt, eigentlich. Und ja, irgendwie haben wir dann auch den Bernhard Gruber dann einmal kennengelernt auf so einem Naturfest von Permanoricum. Und der hat uns dann einmal besucht und Sonja sagt zu ihm dann, wie er da war, du, was ist denn eigentlich Permakultur? Ich verstehe das nicht so richtig. Und er ist da gestanden bei uns und sagt, da, ja, das, was ihr da macht. Also, da war man wie vom Kopf geschlagen, dass es da eine Bezeichnung auch noch gibt dafür. Also ihr macht Permakultur in reinen Form. Auf jeden Fall. Das kann ich auch bestätigen. Also es ist ja allein, also das ist ja noch viel mehr. Ihr cycelt ab, ihr nehmt alles und macht wieder was Wunderschönes draus. Also Wahnsinn, das ist ja Kunst vom Allerfeinsten. Allein das Haus, das darf man ja nie abreißen, was ihr da gebaut habt. Das wird irgendwann ein Museum werden oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ist so. Das ist im Stile, weiß ich, 100 Wasser weitergedacht oder so. Ich finde es total schön. Ja, aber kommen wir mal ein bisschen zum Garten. Also das ist ja ähnlich, also detailreich. Weil darum geht's mir ja vor allen Dingen heute. Klar ist Permakultur nicht nur Garten, aber weil du sagst, Gerd, klar, es ist keine Selbstversorgung, aber das, was in der Stadt geht, denke ich, das macht ihr. Genau, und euer Garten, der ist ja wirklich auch, da ist ja jeder Zentimeter irgendwie genutzt, ja, und durchgestaltet, ja, da ist ein Brotbackofen drin, da ist ein Gewächshaus und das Gewächshaus, da ist auch jeder Winkel genutzt. Das finde ich halt so großartig, dass ihr da auf so wenig Fläche halt wirklich dann doch ganz viel umsetzt, auch wenn das am Ende jetzt nicht dazu führt, dass ihr vollständig euch davon ernähren könnt, aber das muss ja auch gar nicht sein, weil ich denke immer so als Permakulturist, es geht ja nicht um die Selbstversorgung. Also was ist das für ein absurder Gedanke, dass man sich von allem da draußen abschottet, mit niemandem mehr in Interaktion geht und sich, was soll das? Also das ist ja, ne? Und wie ihr das schon gesagt habt, ihr geht ja in Interaktion mit den Bauern, wo man dann die Kartoffeln holt. Und warum denn nicht? Es ist doch schön, wenn es einen Austausch gibt. Aber das, was ihr macht, das macht ihr halt sehr gut, finde ich. Jetzt zeigen wir das mal so ein bisschen. Also das ist ja auch großartig. Ja. Ja, das Schöne, was das, ich finde das, das Schöne einfach auch, wenn, wie du sagst, zum Bauern, wir waren letzten Freitag wieder oben und der sagt immer, wir kaufen mal so viel wie die meisten, naja, kaufen halt ein Kerberl oder so, und dadurch, dass wir fünf sind, wir kaufen halt viel und auch der Gemüse und der Kartoffel auch. Und weißt du, was der gesagt hat? Sagt er, wenn es einmal knapp ist, ihr kommt. Ja, ihr kriegt immer was. Und deswegen sage ich, wenn ich mir heute wirklich auch meine regionalen Bauern, weißt, die kann ich sogar mit dem Fahrradl erreichen. Ich habe einen Anhänger, wir haben ein Tandem mit Anhänger oder so. Ich brauche auch nicht unbedingt ein Auto. Weißt du, was ich meine? Das gehört auch alles dazu. Weißt du, diese regional, saisonal. Der Garten ist ja so, also
also wirklich dadurch, dass ich ja von Tutten und Blasen keine Ahnung gehabt habe und zum Glück damals bei der Arche Noah wir gedreht haben und ich habe mir erfahren, was ein Saatgut ist, ja, war es mir einfach ganz wichtig. Jetzt erst haben wir es einmal, ich sage einmal, angefangen hat es bei der Arche Noah, aha, was ist ein König, was ist ein saatfestes Saatgut, was ist ein Hybrid, was ist das, was, ich habe keine Ahnung gehabt, das Pflanzen, war eine Pflanzen für mich, ja. So, und sein Vater hat uns dann immer so Kerndeln gebracht und so ein guter Kürbis und so. Ja, den habe ich dann angesetzt. Ja, da war nur grün drauf, aber keine Frucht. Okay, bei der Arche Noah habe ich gelernt, es kommt zwar ein grünes Pflanzerl raus, ja, aber keine Frucht, weil es ein Hybrid ist, ja, oder Efans oder was ich wie das Zeug heißt. In der Weitervermehrung, ja, ne? Also in der Weitervermehrung hast du dann halt eben nicht mehr die Pflanze, die du vorher als Saatgut hattest, ja. Du hast in der nächsten Saison keine Früchte. Du hast Pflanzen, aber keine Früchte. Okay, da bin ich draufgekommen. Okay, dann habe ich angefangen, okay, wie fängt man denn zum Saatgut sammeln an? Okay, da habe ich dann so angefangen, da habe ich einen Chili in die Hosen reingesteckt und da habe ich auch Tomaten reingesteckt. Also ich habe ausgeschaut. Ich bin oft heimgekommen, weißt du, alles hat gebrannt mit Butter. Der Gerd hat mich mit Butter einschmieren müssen, weil die ganzen Chili, weißt du, ich habe immer gedacht, ja, und die Saatgut, weil ich weiß nicht, wo ich das herkriege. Das war ja damals noch nicht so. Wann war denn das? 2006, 2007, das war noch nicht so aktuell, gell? Da hat's, von der Reinsaat habe ich auch noch nichts gehört gehabt und so, gell. Okay. Dann haben wir gedacht, also, haben ist besser als hätte. Steckst du halt ein Chili ein und dann hast du zumindest einmal 10 Samen drin und wenn du auf den aufpasst, hast du ein Leben lang von dem Chili, der die brennt hat, 10 Jahre oder dein Leben lang Chili, ja. So war mein Gedankendings. Der war ja genau richtig, ja. Weil, das stimmt ja, weil wenn du das Saatgut, saatfestes Saatgut hast, dann hast du eigentlich dein Leben lang, du brauchst nur ein Tomaten, ein Gurken, ein Zucchini, eins, ja. Und bei uns im Garten gibt's nur saatfeste Sachen. Nur, ja. Weil, wenn sich da irgendwas verkreuzt oder so, so. Und jetzt ist dann so gewesen, dass wir das halt für uns gemacht haben. Okay, dann habe ich mir halt Saatgut zugelegt und so. Mittlerweile habe ich einen ganzen Kosten voll, weil man gedacht hab, wenn irgendwas ist, ja, selbst ein Kürbis, weil man denkt, was tue ich mit den ganzen Kürbis, was tue ich mit den ganzen Gurken, mit den ganzen Tomaten, was soll ich mit so viel Saatgut? Dann denke ich mir, kann man immer verschenken, ja, kann man immer hergeben. Weiß man nie. Und Leute werden froh sein, wenn sie sich was aussetzen können und sie können weiter tun, ja. Dann ist halt, und das ist dann so weit gekommen, dass die Leute dann über den Gartenzaun geguckt haben, also wir haben auch so Kommunikationslöcher im Gartenzaun, wo die Leute dann gesagt haben, ma, was hast denn du da und wo kriege ich denn das und so, bis der Gerd dann einmal gesagt hat, ja, wir sollten einmal so einen Tag der offenen Gartentür machen. Ja, und dann hat es angefangen. Ja, weil ja. Du bist meistens dann 2 Stunden gestanden mit dem Gartenführung. Kommunikationsloch da zum Fußweg da draußen und habe mir gedacht, das kann nicht so weitergehen, weil so viel Zeit drauf geht. Ich muss die Leute mal geballt herkriegen, dann kann ich einen halben Tag alles erzählen. Das kenne ich. Du sparst ja ein bisschen Zeit. Ja, da haben wir eben dann diese Gartenführungen gemacht und die Leute waren wirklich sehr interessiert. Und dann ist natürlich die Idee aufgekommen, ja, die wollten dann Pflanzen kaufen. Eigentlich wollten sie fertige Gemüse kaufen. Es hat nämlich so Zeiten gegeben, wo wir diesen Biomarkt, also wir haben schon 2-mal einen Stadtpreis gekriegt. Ja? Einmal von den Grünen, ja, wurscht, aber von den Grünen und einmal von der Stadt, direkt von der Stadt Linz und die Landwirtschaftskammer Oberösterreich war auch schon bei uns auf Exkursion. Die sind auf einmal da gestanden, denken wir, was wollen denn die? Wie heißt der denn, der Bloberger oder wie, gell? Der wollte auch bei unserem Garten, weil er sagt, bei uns ist ja Prinzessinnengarten, das ist wie in England, das ist bla bla und hin und her. Und dann sage ich, ja, wie er sich das vorstellt oder so, ne? Dann sagt er, ja, und dann, wann dann die Tomaten so und so sind. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, geh bitte, ich will weder Werbung, noch brauche ich den Bloberger herin, das nervt nur, es hält mich nur auf, ja. Also ich brauche keine Werbung, ich will nur mehr Ruhe haben, ja. Auf alle Fälle
ist es um das gegangen, dass man sagt, okay, wir machen heute jetzt einmal einen Biomarkt. Das heißt, da habe ich meine zwei Bauern gehabt noch von Dings. Da habe ich das Gemüse, da habe ich das, da habe ich ein Kordelzer Fleisch war noch dabei. Bei euch im Garten quasi. Ja. Das war damals die Idee. Wir fahren sowieso zum Gemüsebauern. Wir kennen den Karl Schadachs mit seinen alten Haustierrassen. Der ist jede Woche bei uns auf einem Café gewesen, nimmt uns natürlich das Fleisch mit. Dann hat der wieder einen Freund, der Rohmilchkäse hat. Das waren alles Sachen, die wir für uns selbst eigentlich bezogen haben. Und wir haben gesagt, naja, da nehmen wir halt ein bisschen mehr mit und schauen halt, dass wir ganz lokal da bei uns im Grätzl die Leute rundherum versorgen und halt ein bisschen noch was mitverkaufen, was bei uns aus dem Garten kommt. Das war ja unsere selbstgemachten Säfte, unsere Marmeladen, eingelegten Chilis und sonst was auch noch mit. Das ist eben dann so langsam gewachsen und ist eigentlich sehr gut angenommen worden. Und da gibt's bei uns in Oberösterreich so eine Aktion, das Kistl, oder wird das geheißen? Ja, das Netzwerk. Und das ist so eine Aktion, wo eben auch so Leute wie wir, die gar nicht selber produzieren, aber Zwischenhändler unter Anführungszeichen sind, die Runde fahren zu den Bauern draußen und alle Produkte sammeln und an einem Ort anbieten für die Kunden. Und haben wir gesagt, naja, nachdem wir auch die Idee verfolgen, könnten wir uns ja da anschließen. Und da war aber das Problem dann, die haben eine Internetvorbestellung gehabt und sobald wir das publik gemacht haben unter unseren Kunden, ist es einfach abrupt eingeschlafen. Die wollten das nicht. Die wollten das Sortiment anlegen haben, die wollten sich nicht am Dienstag schon Gedanken machen drüber, was sie am Freitag einkaufen oder kochen wollen. Und ja, dann ist das unser Genussplatz, wie wir es damals genannt haben, einfach eingeschlafen. Ja. War kein Schaden, für uns war es, sage ich mal, kein Schaden, eher für die Konsumenten, sage ich dir mal. Weil die haben dann wirklich die kurzen Wege gehabt und es hat nicht jeder zum Bauern fahren müssen. Ja, und bei uns war es halt so, man hat ja nie schwer planen können, was man einkauft. Und ich habe ja auch kein Kühlhaus, dass das Gemüse noch nächste Woche auch zum Verkaufen ist. Aber es ist immer ausgegangen. Wir haben eine Woche davon gelebt und die Hunde auch. Und es hat einfach gepasst. Und es war so eine schöne Kommunikationsecke dann. Und ja, dann haben wir haben nicht weit, wir haben nicht rausgehen müssen irgendwo uns auf einem Markt stehen oder was und die Leute sind zu uns gekommen. Das war das Angenehme. Ja, vor allem, es waren ja immer Bedürfnisse, ich sage, ausgeschaut hat eh nie was davon, ja. Und das ist gar nicht gegangen. Es war uns einfach ein Bedürfnis, die Regionalität des Bauern oder die Einheit, das regionale, saisonale ins Bewusstsein zu bringen. Das war uns einfach wichtig. Nämlich, weil man sagt, was die Leute rundherum, so das Grätzl, weißt du, was ich meine? Dass die zum Beispiel auch wirklich, wir haben zum Beispiel auch so eine Einkaufsgemeinschaft, ja, wo ich gesagt habe, weil wir beim Biogas, wir machen eine Einkaufsgemeinschaft, wo einfach 6 Leute dabei sind, die dann in den Warenkorb rein und dann liefert der das, was zu Einkaufsgemeinschaften. Nicht jeder macht sein Grätzl, sondern dass man wirklich Da brauchst du dann auch die ganze Verpackung nicht und den ganzen Kram. Ja, ja. Vor allem ist es ganz uneigennützig, sage ich mal, weil das ist ein Bio-Großhändler und der liefert halt nur ab einer gewissen Bestellsumme und die bringst du halt selber nicht zusammen und da tust du die zusammen und dann zahlt sich die Lieferung aus, dann fährt er nicht umsonst im Kreis und ja. Ja, so machen wir das auch. Wir haben auch eine Bestell-Community. Bei mir kommen jetzt, weil ich mich gerade verklickt habe, die nächste Zeit immer jede Woche 10 Kilo Orangen. Dabei wollte ich eigentlich nur jetzt
Aber die sind eh so lecker. Ich kriege sie immer unter die Leute und jeder hat Orangen, die tausendmal besser sind als im Supermarkt. Ich habe gesehen, ihr hattet gerade ja so fantastische 15 Kilo aus Griechenland. Und ja, bei uns kommen sie dann halt aus Portugal direkt vom Bauern, der auch im Bio und oder in Mischkultur anbaut. Das ist fantastisch so. Also, und es kostet ja gar nicht mehr. Im Gegenteil, es ist ja sogar in der Regel noch ein Ticken günstiger. Aber die Qualität ist halt, ja, und da auch wieder, das ist für mich auch Permakultur, diesen Austausch zu sagen, hey, ich nehme das direkt vom Bauern. Ne? Also, das finde ich großartig, was ihr da gemacht habt. Weil das ist für mich auch direkt Permakultur zu sagen, hey, ich lasse mal diesen ganzen Zwischenhandel weg, wo der Bauer eh nichts verdient und nur sein Preis gedrückt wird, Ja, dass er auch wieder genau. davon leben kann. Und dann hat man sogar noch einen Preis, der vielleicht sogar erstaunlicherweise ein Ticken oder günstiger oder genauso teuer ist wie im Supermarkt. Und die Qualität ist gigantisch. Ja. Nein, ich bin immer wieder überrascht, wie günstig. Ich habe immer gesagt, das hat genau, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, warum ich gesagt habe, warum wir nichts verkaufen. Ja. Ich bin immer überrascht, was der Bauer verlangt. Fast nichts. Und was das für Arbeit ist. Und wenn ich zum Beispiel sage, wenn wir kistenweise, also wirklich die großen Kisten, ja, Tomaten haben, sage ich, bevor, wenn die Leute sagen, verkaufst du mir nicht oder was, sage ich, muss das denn zahlen? Na ja, 2 € das Kilo. Weißt du, was ich meine? Da verschenke ich es lieber. Weil die Arbeit, weißt, das ist also eine Respektlosigkeit. Und das ist auch genau das, wo ich einfach sage, wo die sagen, die gehen dann nicht zum Bauern, weil dann kostet das Kilo Karotten, was zahlen wir? 2,20 € fürs Kilo Karotten. Aber ich weiß, wo es wächst. Ich kenne den Acker. Weißt du, was ich meine? Es ist ja so viel Arbeit. Ja? Weil wenn bei uns die Karotten so wachsen, dann hole ich mir es doch bei ihm. Er verdient was, ja. Ich kann was anderes aussetzen. Ich kann wieder probieren oder so. Ja. Ja, und da kommen wir jetzt zurück zur Geschichte, weil die Leute eben gefragt haben am Gartenzaun, ja, verkauft ihr nicht eure Gemüse? Sagen wir, nein, das nicht, aber ich glaube, wir müssen langsam so weit kommen, dass wir die Pflanzen, die Jungpflanzen verkaufen, weil dann holst du das selber, dann setzt du das selber in deinen Garten und dann Ja. weißt du das auch einmal zu schätzen, weißt, was für Arbeit ja trotzdem noch dahinter steckt. Und was uns dann ganz wichtig war, dass man einfach mit den Leuten spricht, wenn die da sind, Pflanzen kaufen. Jeder weiß irgendwas, die Oma hat schon gesagt, und wo setzen wir das jetzt hin und wie? Und sind die jetzt krautfallresistent, die Tomaten oder nicht? Und so viel Wissen, was man da weitergibt und so viel Freude, was die Menschen dann haben, weil die kommen jetzt regelmäßig, die letzten, weiß nicht, 7, 8 Jahre, seitdem wir den Pflanzenverkauf da machen. Und das ist dann auch wieder das Schöne, so ein Kreislauf. Und dann kommt wieder wer, sagt er, ich habe jetzt von einer Freundin eine russische Tomaten gekriegt, da bringe ich da ein paar Samen mit, weil die ist wirklich auch so groß und krautfallresistent. Und das ist. Ich merke auch bei dem genau dem Thema immer, ich habe hier einen Nachbarn, der hat noch nie von mir Tomaten gekauft, also fertige, sondern der kriegt jedes Jahr von mir eine neue Sorte als Pflanze. Und dann sage ich immer schön mit Rasenschnitt in einen Topf abmulchen und dann mache ich hier im Mixer Gemüsereste und schön damit gieß und so. Und jedes Mal sagt er wieder, ah, die war so, ich mag schon gar keine mehr aus dem Supermarkt. Und er freut sich halt immer darüber, dass es halt nochmal wieder was anderes ist. Also er will immer eine andere Sorte haben. Und das ist ja bei Tomaten, kannst du ja quasi ein Leben lang jedes Jahr eine andere Sorte. Das ist ja gar kein Problem. Und diese Faszination wieder, das versuche ich auch. Das finde ich super, dass ihr das. Deswegen, ich bin mir sicher, das wird auch immer so funktionieren, auch wenn du sagst, macht ihr schon seit 7 Jahren. Wenn du es nur kaufst, die 5, 6 Kilo Tomaten. Und für 2 €, das ist einfach nicht dasselbe, als wenn du das wachsen siehst und wenn du diese Pflanze und das selber gemacht hast, dann ist da steckt da Liebe drin. Das ist halt einfach der Unterschied, ne? Ja, aber es ist trotzdem das Erschreckende da bei uns rundherum. Wir sind da im Süden von Linz, also nur Stadt Linz. Es sind sehr viele Einfamilienhäuser da, weil
ich teile ja unsere Flugzettel für diese Veranstaltungen dann eh nur dort aus. Hat ja keinen Sinn, wenn ich das in irgendwelche Reihenhäuser im Postgarten schicke, eh nur dort aus, wo diese Einfamilienhäuser mit Garten sind. Und nachdem ich das schon jahrelang mache und du kennst halt auch diese Gärten dann, weil du immer über den Zaun schaust, es wird immer weniger anbaut. Es wird überall ein Pool hin, es fährt überall dieser automatische Rasenmäher herum. Wenn irgendwas weggerissen wird, neu gebaut, das Wichtigste ist, dass die größten Garagen dort die Fläche verstehen. Und das war ja bei uns genauso, wie wir das ausgekauft haben. Wir haben da eine schöne alte Scheune, nachdem das ein Bauernsacherl war. Der Nachbar kommt und sagt, na super, da könntest du gleich eine Garage einbauen. Sage ich, bin ich blöd, stelle ich mein Auto auf meine 700 Quadratmeter Grund. Ich meine, ich muss natürlich einen Autoplatz freihalten, aber ja, das Auto steht halt dann im Gemüse drin, wenn wirklich wer sagt, ich muss rein. Man könnte zusammenfassend sagen an die Leute, die das so machen, kann ich nur sagen, ich weiß genau, was du meinst, aber ihr verpasst so viel, wenn ihr euch so einen sterilen Garten nur für einen Pool, also diese, ich finde das, also wenn man bei euch im Garten, oder ich merke es ja auch bei mir, diese Vielfalt einfach mit den Insekten und den Pflanzen und das gibt viel mehr Lebensqualität. Und wer das nicht begreift. Das nächste ist ja natürlich auch, wenn du vom sterilen Garten redest. Du hast keine Sträucher, keine Bäume. Du weißt nicht mehr, wo du hinflüchten sollst, wenn der Sommer heiß ist. Weil du keinen natürlichen Schatten mehr hast. Und diese Plätze haben wir natürlich überall. Vorigen Winter im Herbst ist die Katastrophe passiert. Unseren schönen Fliederstrauch, der schon, weiß ich nicht, 80 Jahre alt war, hat der Wind umblasen. Und unser Garten, ich habe unseren Garten nicht mehr gekannt. Wir haben im Sommer keinen Schatten mehr gehabt. Da fangen wir jetzt an, wieder einen Wein drüber ziehen, dass dann natürlich ein Schattenwurf hast dort bei unserer Hollywood-Schaukel. Und das Lustige ist ja auch, unsere Nachbarn aus den Reihenhäusern gegenüber haben sich immer beschwert, weil unsere Hollersträucher hängen da über den Zaun drüber und wenn der sein Auto da drunter stellt, sitzen erstens die Vögel drauf und scheißen auf sein Auto drauf und zweitens fallen irgendwann die Hollerbeeren runter und machen ganz lästige Flecken am Auto. Nur, das ist ja wurscht, hör auf den Zernpann. Nein, ich sage jetzt wegen einem Schatten. Ja, wegen einem Schatten. Wir reden jetzt vom Garten. Im Sommer, lass mich aussehen. 30 Vogelhäuser. Im Sommer stehen jetzt die Autos aber trotzdem in dem Schatten, weil das der einzige Schatten ist, den es gibt dort. Ja. Weil sonst kannst du nicht mehr in das heiße Auto einstecken. Du, Daniel, ich wollte dann nur unbedingt, aber du wirst, weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich habe mir ja, wir haben einen Freund in New York, der ist Musiker, also eigentlich ist er Manager und macht die ganzen Jazzmusiker. Und da habe ich mir mal einen Teil angeschaut bei ihm und da hat eine mit einem Gerät mit Pflanzen. Kennst du den Bambo? Nee. Ja. Nur weil du gesagt hast, wenn die Tomaten, wenn du das wachsen siehst, So, und ich habe mir natürlich das Gerät gleich, weil ich bin Wassermann, das Gerät unbedingt gleich kaufen müssen. Und ich habe da ein Video, das geht 2 Minuten. Kennst du das mit dem Bambu, wie ich mit der Pflanze kommuniziere? Pass auf, ich spiele dir das schnell vor. Da kommt eine Elektrode in die Erde, die zweite auf das Blatt. Ja. Nur, dass du siehst, wie die Pflanzen kommuniziert mit dir. Da macht's nur Pausen. Was durchrennen, greift der Hahn. Und jetzt verbinde ich mich mit dir.
Ich meine, ich habe ein paar so verschiedene Videos, aber das war mein allererstes Video, das war nur ein Test, da habe ich den Ton noch nicht eingestellt gehabt und so, aber ja. Ich rede meiner Zitrone im Moment immer gut zu, die muss sich schneiden, weil die in der Baumschule so verhunzt haben, gar keine Leitäste und nichts. Und jetzt habe ich sie schön und habe gesagt, es tut mir leid, aber ich muss dir helfen, deine Form wieder zu finden. Und jetzt hoffe ich, dass sie da wieder, sie treibt schon ganz ordentlich. Ich rede dir mal gut zu, wenn ich aufwache. Ja. Ich stehe direkt neben meinem Bett. Ja, aber jetzt müssen wir ja nochmal, du blendest ja wahrscheinlich eh mal dann Fotos ein zu eurem Garten, zu dem, was ihr so gesagt habt. Jetzt haben wir ja schon relativ viel, aber vielleicht, was ich total spannend fand, also mit eurem Gewächshaus, wie ihr da drinnen arbeitet, da können wir auch nochmal so ein bisschen drüber reden, weil ihr ja wirklich nicht so viel Platz habt und auch eure Hochbeete, also mit diesem Stahl, mit dem Blech, wenn man jetzt wenig Platz hat und will jetzt ein Hochbeet machen, dann ist ja eine Dicke vom Holz mit 5 Zentimetern ist ja schon viel. Und ihr habt ja wirklich ja die absolut platzsparendste Lösung, also dass wir das nochmal erwähnen, vielleicht den Hochbeeten. Ja, das war zuerst einmal ein technisches Problem, weil alle 5 Jahre fällt dann natürlich einmal das Hochbeet weg. Weil ich will keine Plastikfolie innen dazwischen tun, weil wenn ich schon Holz mache, dann ist Holz. Und dann sind wir halt auch ein bisschen auf der designerischen Linie und rostiges Eisen ist immer schön. Ich habe zwar zuerst ein bisschen Gedanken mit drüber gemacht, was die Pflanzen über Eisen sie denken rundherum, aber wir haben es einfach probiert, ja. Und das platzsparend ist, ja, und es hält halt jetzt die nächsten 100 Jahre, sage ich dir mal. Das also euch überlebt. Grundidee. Ja. Ja, es ist aber auch so, also es ist ja nicht nur, dass man sagt, dass man Gemüse anbaut, sondern wir haben auch jetzt das dritte Mal, beim dritten Mal hat es funktioniert, und zwar die Pilze. Die Pilze haben wir jetzt gemacht und da haben wir jetzt schon 2-3 Mal geerntet. Der Gerhard ist halt unser Koch. Der kocht halt Jotan Ottolenghi, weißt du, der hat halt 2 so geniale vegetarische Bücher und da kocht er halt extrem viel. Und da sind zum Beispiel, da haben wir uns im Bioladen den schwarzen Knoblauch gekauft, ja. Eine Katastrophe. Du kannst nicht essen, schmeckt nur noch Salz, schmeckt noch gar nichts. Schweineteier, ja. Okay, wie macht man das? Ja, okay, hat man so einen Fermentierer besorgt, jetzt machen wir mal einen schwarzen Knoblauch selber. Boah, der schmeckt wie Pflaume, wie Lakritz, das ist genial. Oder Salzzitronen. Kennst du Salzzitronen? Die sind so genial. Aber das sind alles so Sachen, wenn ich sage, ich mache mir mein Essig selber. Wir haben lang übereinander probiert mit dem Most. Ja? Es ist alle gekippt. Alle haben uns an die Mostmutter von wem geholt, von einem Bekannten, der Most macht. Nein, wir können keinen Most machen, wir sind keine Bauern. So, jetzt ist uns ein Kombucha-Essig passiert. Ja? Der ist uns passiert. Den habe ich, habe unten einen Schafgarbensaft gehabt und wollte halt einen fermentierten Dings, habe einen Pilz reingehaut, ja, und habe den übersehen. Und dann also für die, die das nicht kennen, weil das mit dem Akzent vielleicht nicht alle mitkommen wollen,
Ich komm damit wunderbar klar, ich kenne es ja auch schon von Bernhard. Der Kombucha-Pilz, das ist eine Pilzscheibe, wo man also Kräutertees, schwarze Tees und so weiter, mit aus dem asiatischen Raum gibt es viel, fermentiert. Also es muss ein bisschen Zucker dazu gegeben werden in der Regel oder ein bisschen Fruchtzucker. Und dann hat man ein ganz wunderbares fermentiertes Getränk, das, wenn man das länger stehen lässt, natürlich so sauer wird wie ein Essig. Und dann hat man einen, kann man ganz einfach, ohne dass du irgendwas kippen kann, so mache ich es auch seit Jahren, kann man sich einen Essig selber machen. Aus, ja, Fruchttee, was man, ja, Kräutertees, wunderbar, da kann man total spielen. Oder man kann sich fantastische Limonaden selber machen, habe ich auch schon ganz viel gemacht. Also großartig. Man braucht es nicht kaufen und es ist Bio-Qualität, man weiß, was drin ist, ne? Ich habe immer, deswegen sage ich ja, ich habe Schafgraben, Brennnesselsaft, Gundermannsaft, weißt du? Und der Kombucha liebt ja eigentlich hauptsächlich die Melasse. Ja? Und wir haben ja nur Vollrohrzucker, also das ist eh alles braun bei uns, deswegen ist ja der Kombucha braun. Aber der, du brauchst eigentlich nur 2-3 Löffel Melassezucker reintun, also einen Rohrzucker, ja. Aber durch diese Säfte, Flieder, wie man Fliedersäfte, ist ja ganz wurscht, Rosensäfte, ist ja ganz wurscht, was uns halt auch so einfällt. Und wenn du das dann als Essig machst, dann hat der Essig einen Geschmack. Du, ich habe schon dreimal ein Bild verschenkt, die sind alle begeistert. Ich brauche nie wieder einen Essig kaufen. Ich habe mein Leben lang einen Essig, weißt du, was ich meine? Und das ist einfach... Ist einfach fantastisch. Ja. So, und übrigens, ganz kurz, dass wir es mal erwähnt haben, für die Vegetarier und Rohköstler, den Pilz, den kann man ja auch ganz einfach vermehren, in größeren Mengen, und den kann man sogar essen. Der soll, also ja, ich habe es selber auch schon probiert, also es ist natürlich eine, ich sag mal, Geschmackssache, aber den kann man sich auch marinieren und alles, also da kann man sich quasi auch ein veganes Fleisch mitmachen. Ja, weil die Konsistenz ist quasi wie Hühnchen so ein bisschen, ja. Ja, aber ich brauche ja, wenn ich kein Fleisch esse, dann esse ich kein Fleisch, dann brauche ich ja kein... Ich sag's ja nur, dass man es mal gesagt hat. Ja. Nein, ja. Ich sage jetzt einmal, es hat natürlich lang gedauert, die ersten 2 Jahre hat man immer so einen sogenannten Fleischersatz, oder so, weil das Gehirn ist nur so gewohnt, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber irgendwann, nach einigen Jahren, braucht es nicht mehr, weil nur wenn ich sehe, ich sage jetzt ehrlich, ich rede ganz ungern über das, weil man den Menschen, wenn du davon sprichst, kriegen eine totale Aggression auf die Veganer oder Vegetarier. Ja, das ist ja so. Und ich kann da auch sagen, warum. Weil es mir genauso gegangen ist. Ich war genauso voll aggressiv, wie ich damals noch Fleisch gegessen habe, weil ich die beneidet habe, dass die das kennen, weil ich wollte es auch nie, weil ich liebe Tiere. Weißt du, was ich meine? Für mich haben Tiere immer Seele gehabt. Und ich, aber ich sage jetzt einmal, du hast natürlich sehr viel gesundheitlichen Nutzen schon, ja. Aber lasst uns nochmal zu eurem Gewächshaus kommen. Oh, das schneiden wir aus. Okay? Nein, okay. Alles gut. Ich finde das wunderbar. Das machen wir heute ganz, ich finde das eh schön. Das passt. Lass uns mal zu eurem Gewächshaus kommen, nochmal, also auch über diese Arbeitseffizienz. Also ihr habt, da ihr einfach nicht viel Platz habt, ihr habt es ja sehr optimiert, auch mit den ganzen Mittelregalen. Es ist also wirklich ein schönes Anschauungsmodell, einfach wie man es machen kann. Ich sage jetzt nicht, dass es ultimativ das ist. Gibt es natürlich Profis, die es noch wieder anders machen, aber so wie es ihr macht, finde ich einfach interessant. Ja. Nein, ich sage jetzt, wir haben ein kleines Gewächshaus, weil man nur bis zu 12 Quadratmeter ohne Baugenehmigung machen kann in der Stadt. Das haben wir zuerst gehabt. Das ist also ein Doppeldings. Das war unser allererstes. Und da haben wir uns, weil ich gesagt habe, ich mag mich nicht buckeln, weil ich bin auch öder. Der Gerhard soll so ein Dings bauen und wir stellen es einfach drauf. Eine Mauer. Das heißt, wir haben Hochbeete drinnen. Ja, also das heißt, unser Gewächshaus ist dann schon mal um einiges größer. Und wie der gekommen ist, das aufbauen, sagt er, das war der Chef selber, der hat gleich ein Foto gemacht, sagt er, das ist eine voll geile Idee, das werde ich gleich mit anbieten oder so, gell. Also das ist einmal, das war unser erstes, da tun wir zum Beispiel anziehen im Frühling und so und im Sommer wächst dann einiges drin. Und das zweite ist dieses Folientunnel, was wir haben. Das ist ein großes für unseren Garten halt ein großes Folientunnel, wo wir wirklich rund ums Jahr
Dings arbeiten, ja. Und ich finde das einfach, gestern haben wir zum Beispiel wieder, weil die Leute immer sagen, ja, was nimmst du zum Düngen? Gestern haben wir zum Beispiel wieder 3 Bokashi eingearbeitet. Ja? Also es ist unglaublich, wir haben so viel Bokashi. Ich habe pro Woche einen Bokashi-Eimer. Ja? Ja, es ist unglaublich. Und ich sage jetzt einmal, die Flüssigkeit ist mein Dünger, dann haben wir die Wurmfarm ist mein Dünger, der Bokashi kommt gleich direkt in die Erden rein, weil wenn du dann nach einem halben Jahr in dieser Erde, wo du den Bokashi rein da hast, das ist voll locker, voller Würmer, ja, da brauche ich ja nichts mehr düngen, weil den Wurmtee, der geht gleich in die Beete rein, da brauche ich gar nicht einmal düngen, weißt du, was ich meine? Ja, der Wurm kann es ja viel besser verteilen, als man mit, also der genau. Fertigen Kompost, den kriegen wir ja niemals so gut verteilt wie ein Wurm, der ist ja überall schön, ja, ist ja klar. Genau. Und da wird halt, ich sage jetzt einmal, da tue ich jetzt schon vorbereiten für den Frühling, das heißt, das sind 3 so Beete drinnen und da kommen im Frühling, also jetzt stehen schon die Winterhortensachen drin, wie zum Beispiel, die man halt dann vermehren tun, die man dann halt verkaufen so auf dem Pflanzenmarkt, ja. Die Winterhortensachen, die waren zuerst beim Frost draußen, dann kommen sie rein und dann wird kommen die Jungpflanzen, die vom Glashaus, da haben wir haben ja früher mit so einem Dings geheizt, mit so einem Elektrostrahler. Ja, genau. Wenn es wirklich Frostnächte gegeben hat und wir die getopften Jungpflanzen schon raussetzen haben müssen. Also platzmäßig. Da haben wir es halt mit Strom geheizt. Da kommst du auf, was du für Stromrechnung hast. Durch den Pflanzenverkauf haben wir natürlich schon sehr große Mengen Jungpflanzen dann da drinnen stehen. Ja, ja. Ja, genau. Und ja, im Frühling kommen halt dann. Obwohl wir halt einen Freund haben, der erzählt uns immer, die Weinbauern nutzen auch den Trester, also den Abfall, der beim Weinpressen entsteht und die Körner auch zum Heizen für Glashäuser. Aber das ist natürlich auch ist verloren gegangen, eigentlich wieder das Wissen. Also die werden nicht angezündet, sondern die haben so eine Eigenwärme, entwickeln so eine Eigenwärme, dass sie dann dass sie innen eine Wasserdampfschicht bildet und der Frost nicht rein kann und so. Es ist halt so, weil wir an allen Methoden interessiert sind und alles einmal ausprobieren, nur manches funktioniert halt bei uns im Kleinen nicht so. Ja, vor allem der Traubentrester, wir haben ja so eine eigene Box gebaut, den nehmen wir ja auch zum Düngen. Also das ist ein extrem guter, weil wir haben einen Biobauern, von dem krieg ich es, weil Trauben also du musst wirklich wissen, dieses sogenannte gesunde Traubenkernöl kannst du hoch vergiften. Ja, bei Trauben nehmen den ganzen Hanf und Trauben, säubern den ganzen Boden und sammeln alles, ja. Und wenn du jetzt die Traubenkerne da in irgendeinem Bioladen kaufst, ich gehe schon keinen anderen, aber ich sag nur, wenn du den in einem Bioladen kaufen würdest, kannst du das vergessen, weil du kannst dir wirklich mehr schaden als bei den. Also du musst wirklich wissen, von wem du das her hast. Deswegen sage ich, du kannst niemanden mehr trauen. Ja, also du musst wirklich wissen, woher beziehe ich was. Ja, das Leben ist gefährlich, wir wissen es. Aber ich kann das Leben ist tödlich. Ja, aber ich kann auch trotzdem mitspülen und sagen, naja, ich spüle jetzt einmal, ich lebe auf gesund. Ja, das ist halt mein Spielchen. Oder ich versuche halt irgendwie so autark oder so bewusst wie möglich zu sein, in jeglicher Hinsicht. Das würde mich auch nochmal interessieren, wie ihr das seht, weil ich sage ja immer, ich versuche so zu leben, dass das Leben an sich, ja, in meinem Garten oder halt in meinem Umfeld noch mehr da sein kann, ja, dass ich das Leben an sich fördere. Und wenn ich bei euch im Garten gucke, also was da an Vielfalt da ist, das ist ja wahrscheinlich in euren 20 Nachbargärten zusammen nicht da. So, also das ist ja, man muss sich mal vorstellen, man könnte sagen, das ist ja so eine Ode an die Schöpfung. Ja. Ja. Also, selbst wenn es Binnenhotels aufstellt. Ah, so süß. Die Bienen sind da.
einen Monat früher als, oder noch früher, dann, wenn du es brauchst zum Bestäuben. Es ist, ja. es ist so faszinierend, wenn du dich da daneben setzt, einmal halbe Stunde und einfach zuschaust, was da passiert. Na, vor allem die Wildspinnen sind so herrlich, ja. So ja, die Wildspinnen sind schon einen Monat früher und so, gell? Mhm. Und ich sage jetzt auch die Vögeln, ich habe da so alte Sesseln gehabt von meiner Oma, was tust du damit? Ja, machst ein paar Vogelhäuseln oder so, ja. Oder ich war letztens beim Bella Flora, irgendwas habe ich besorgt, ich weiß nicht mehr was, haben die im Abverkauf die ganzen Vogelhäuser gehabt um 10 Euro. Ja, haben wir gleich wieder 10 genommen. Jetzt haben wir gedacht, jetzt muss ich es einmal durchziehen, ich weiß schon so viel. Habe ich 30 Vogelhäuser, ja. Aber das Schöne ist, ich habe auch 3 Hunde, die haben ein langes Fell, ja. Und wenn ich die Bierstall, habe ich einen 4. Hund. So, und das ist mir auch passiert. Und das stelle ich einmal aus, weil man denkt, ich will es am Komposter dann bringen. Ja? Und dann sitzen die Vögel rund. Und holen sich das für ihre Nester, ja, klar. Bei mir liegen Kubikmeter Schafswolle im Garten, da holen sie sich immer. Aber was ich noch sagen wollte, es ist auch für die Kinder mit eurem Bienenhotel, ich baue ja auch Bienenhotels, du kannst ja gerade die kleinen Kinder, die setzt du davor und erklärst denen das, die sitzen hier im Sommer, also im Frühling vor allen Dingen mit ihren Freundinnen sitzen, komm, wir gehen Bienen gucken. Dann sitzen sie davor und schauen sich halbe Stunde, Stunde lang an, wie die Bienen da und wie sie reinfliegen und den Lehm machen und rückwärts rein. Und das ist ja auch wirklich sehr spannend. Ja. Also, was geht den Leuten da draußen verloren, die in ihren Gärten sowas nicht haben? Das ist ja wirklich also ja, dieser Bezug. Andere Bienenzüchter kriegen Anzeigen, weil es die Spaziergänger gefährden, wenn die an ihren Bienenhäusern vorbeigehen müssen. Weil die könnten einen... Ja, genau, das ist ja alles krank, das interessiert ja auch nicht. Du sollst kein Radio mehr hören. Jetzt erzähle ich dir nur kurz die Hühnergeschichte. Wir sind mitten in der Stadt und haben eben Hühner auch noch gehabt. Hauptsächlich wegen den Eiern, weil weißt du, das schmeckt halt ganz anders. Das, was wir essen, was die Hunde essen und die Reste sind an die Hühner gegangen. Also
Das ist ja ein Kreislauf und das kommt wieder zurück zu uns. Und in der Stadt, bis vor kurzem hat man ja wirklich bei uns Hühner halten dürfen. Da hat es jetzt eine Gesetzesänderung gegeben, hat ein Problem gegeben, ja. Wir haben jetzt dann unsere Hühner weggegeben, weil wir haben einen Hahn gehabt, der hat auch untertags gegräht. Der war so super. Ja. Der war so super. Und da gibt es wieder einen Nachbarn, der ist ein ganz wichtiger Techniker, betreut irgendwelche Spitäler, Doktoren, Professoren und sonst irgendwas. Und manchmal sitzt er halt am Balkon, wo er arbeitet. Und er kommt zu mir und sagt, wir müssen den Hahn wegtun, weil wenn er mit den wichtigen Herrschaften da in den Spitälern telefoniert, Professoren und ein Hahn kräht, was soll sich der denken? Der denkt sich jetzt, ich als sehr betreuende Techniker sitze am Land draußen. Das war das Argument, warum unser Hahn geschlachtet werden muss. Also, ja. Nein, ist ja wurscht. Was soll ich dazu sagen, Gerhard? Da fällt mir nichts ein. Du verstehst die Welt nicht mehr, dass man der das erzählt, aber dass ihm das nicht peinlich ist. Ich habe nur Lachen können. Aber das, was? Schöne Dinge erzählen, schöne Dinge. Schön, ja, ja. Das Schöne ist, wir haben also eine Online-Plattform, ja, bei uns in Österreich, wo du deinen Nachbarn denunzieren kannst. Und dann kommen halt die Stadtwächter. Ja, genau. Polizei oder was, was er eben. Ist ja wurscht. Auf alle Fälle, alle, die über Anzeige, über Anwälte zu uns gekommen sind, weil wir ja Vogelschiss und Nadelflug haben, ja, sind alles Freunde von uns geworden. Weißt du, was ich meine? Die waren alle fasziniert, die waren alle. Also ja, wir haben da draußen ein Radwegschild und da ist unser Hopfen drüber gewachsen. Und die Gemeindearbeiter sind hergekommen, weil sie den Auftrag gehabt haben, dass wir den Hopfen wegtun sollen. Und ich stehe mit denen da draußen, sagt denen schon, wenn man den wegschneiden muss, weißt du was, ich habe da einen Stang im Auto, da verlängern wir das einfach nach oben hin, da müssen wir den Hopfen nicht wegschneiden und die Radfahrer sehen die Schüttel genauso. Also, ja, das sieht doch auch viel schöner aus, wenn der Hopfen da so ein bisschen drüber ist. Ja, naja, oder was, das sind dann so Geschichten, wo man sagt, so ein Garten mitten in der Stadt, zum Beispiel, weil eben wir schon Polizei bekannt sind gewesen, war ich wieder mal mit den Hunden unterwegs und komme heim und auf einmal fährt ein Blaulicht. Auto, Polizei bei mir vorbei und bleibt genau vom Eingang stehen bei uns. Denkt man, okay, der kommt jetzt mit Blaulicht, was ist denn jetzt passiert? Ja, was ist denn jetzt? Gell? Und ich gefiere und sage, ja, Entschuldigung, was haben wir denn schon wieder gemacht oder so? Sagt er, naja, wir haben ein Riesenproblem, sagt er. Wir sitzen gerade beim Grillen, ja, und weit und breit kriegst du keine gescheiten Kräuter. Habt ihr sowas? Wir brauchen ganz dringend welche. Großartig. Und der kommt rein. Und ich schneide ihm an und sage, ich nimm da was brauchst und lass es euch schmecken und so. Gell. Kann man mit Blaulicht, ja. Sind mit Blaulicht gekommen, ja. Sagt er, beim Biller nicht, beim Türken nicht, nirgends kriege ich Kräuter für unsere Grillerei, gell. Naja, aber ich sage jetzt einmal, das sind dann die schönen Dinge, wo man dann merkt, dass die Menschen dann doch irgendwo ein Bewusstsein. Ich glaube, die Grantler, sag mal bei euch in Österreich, die Sumpfbrotler und die Grantler, ne? Ja. Die sind halt, die sind immer am anstrengendsten und die schön finden, ja, also da gibt's wahrscheinlich viel mehr, aber die sind nicht so laut. Denke ich schon. Und ich merke es auch, das Witzige ist, ich habe genau dasselbe auch. Mir hat jemand das Fass eingefärbt, das Wasserfass, weil er irgendwie auf mich grantelig war. Da hatte ich die Polizei da. Dann habe ich erstmal eine Viertelstunde Gartenführung geben müssen. Genau, ganz genau. Mir fällt jetzt, denke ich, nur ein, weil ich es gesagt habe, wenn du bei den Bienen draußen sitzt und schaust. Ich sehe den Garten schon so, dass ich sage, es ist zwar viel Arbeit, aber das ist einfach so eine schöne Arbeit und was der so in unserem Job, du sitzt viel vor dem Computer, aber ich mache die Türe auf, gehe eine Viertelstunde da raus und habe eine Viertelstunde Urlaub gehabt und bin aber so
so erholt, dann wieder da ein bisschen herumgraben, da ein bisschen Tomaten naschen und also das empfinde ich schon als großen Luxus. Weil ich mit viel Leuten rede, ja, warum machst du das nicht? Es ist so viel Arbeit, sagen sie, weil mir ist das schon klar, wenn du um 6 Uhr auf die Nacht müde von der Arbeit heimkommst, müsstest du dich dann noch mal aufraffen. Aber was da das bringt eigentlich, was da das brächte, an Erholungswert zu ergarten, ganz egal, wie viele Tomaten das du dort stehen hast und aber na, bei uns, das verkennen viele, glaube ich. Bei uns war die Stadtpolitikerin die oberste einmal und hat mit ihrem Schamster, der halt alles niedergeschrieben hat, hat bei uns weil sie einen Beitrag über uns wiedergebracht haben und dann sind wir in Ruhe beieinander gesessen und dann sagt sie, ich wollte nie ein Haus haben, nie. Aber wenn ich mir euch das anschaue, möchte ich wieder. Weißt, weil da nichts mit Schlagschnur, nichts mit so hat's zu sein, sondern bei uns ist... Das lebt. Ja, nein, ich lasse, wie es ist, weißt du, was ich meine? Und ich, ja. Bei mir gibt es Unkraut, weil wenn ich das nicht her hätte, dann hätte ich keinen gescheiten Salat im Frühling. Weißt, bei uns wird nur ausgerissen, was giftig ist, weil wegen die Hund oder wegen mir selber, wenn ich auch wegen, was der so, ich gehe überall so,
und dann erwische ich vielleicht was. Aber es gibt eh nicht wirklich was Giftiges, bis auf das, was da wirklich halt aussetzt oder so, gell? Aber es ist das Schöne einfach. Ist ja auch, also ich war ja nur kurz bei euch, das war ja gerade mal ein Vormittag. Ich finde ja auch, solche Orte wie eure ziehen immer die Leute an, mit denen das auch Spaß macht zu reden. Also da ist eine gewisse, man kommt zu euch rein und man merkt schon, da ist Offenheit da, da ist alles, also da darf man über alles reden. Und ich weiß auch, dass man mit euch über alles reden kann. Und auch die, ihr habt ja so vieles schön in diesem winzigen Garten, in Anführungszeichen, habt ihr so viele schöne Plätze, wo man halt wirklich Gemeinschaft auch leben kann. Also der Brotbackofen von Bernhard Gruber, der ist ja auch wirklich ein wunderschönes Ding. Und diese ganzen Details, ja, und das finde ich wieder, es ist so wichtig, dass wir solche Orte, also auch gerade in der Stadt haben, wo Leute sich treffen können, wo wieder, wie soll ich sagen, wo ein Gefühl füreinander wieder da ist. Diese ganzen sterilen Orte, die von den Städten angeboten werden, diese ganzen Kulturzentren, wo alles schön grad rechteckig ist, so, da geht mir nicht das Herz auf. Ne? Ja, aber deswegen, sowas, wenn man schöne Orte in ihr da habt. Ja, aber sowas, was der Daniel, sowas muss man in sich tragen. Ja, sicher. Aber das, die Leute sind, mein Gefühl ist, an so einem Ort wie eurem ist man eher mal auch in der Lage, sich dem mal hinzugeben und zu sagen, so, ne? So das wie du jetzt ja bestimmt auch erlebt haben, ne? Das wollte ich gerade erzählen. Der Gerhard, also wir machen immer ein Sommerfest, eigentlich ist es sein Geburtstagsfest, aber wir sagen immer Sommerfest dann und dann laden wir immer einen Haufen Leute ein. Ja. Und da sind halt auch sehr Geschäftsmänner dabei, hochgestellten Jumperner, die nur mit lackierten Schuhen und so, was der und so. Und dann kommt der eine da rein und also wirklich, also kein Stäubchen drauf auf dem Anzug und die Schuhe kommen glänzen und so, was der bei uns gatscht und so, gell. Und dann ist er halt bei uns so im Garten und dann geht zu seiner Frau, weil das ist eine Freundin von mir, und sagt, und plauscht mit ihr und sie sagt, ja, der Christian hätte so gern einen Garten, ja. Und dann sage ich, ja und, warum macht er nicht? Sagt er, naja, das Problem ist nicht, er hätte so gern so einen Garten, wie es ihr habt. Garten, ja? Ja, klar. So, sagt er, sowas kann ich nicht, ja, weil sein Garten war wahrscheinlich ganz schniegel, strigel. Da muss man sich wieder öffnen für das Lebendige, ne? Für das Lebendige, ja, da genau. Muss man sich erstmal öffnen, ja. Ist so. Ja, aber ich sage jetzt, ich gestehe den Menschen zu, die wahrscheinlich innerlich nervös werden, wenn es keine Gartenlinien gibt oder was, der fühlt sich in seinem Garten nur wohl, weil es gerade Linien gibt. Also ich glaube, genauso solche Menschen gibt es auch, die wirklich einen innerlichen Stress haben, was gar nicht von außen aufoktriert sein muss, dass der Rasen so ausschaut, sondern das ist das, wo er sich wohlfühlt. Und ich sage, das ist halt dann so. Das ist ja vollkommen in Ordnung, aber es ist halt... Ich sag, traurig ist nur, wenn er es deswegen so macht, weil es im Katalog so steht. Dass so ausschauen muss. Das, ja, aber sind wir glücklich, dass wir so sind, wie wir sind, oder Daniel? Genau. Und jetzt müssen wir langsam mal zum Ende kommen, aber ich habe noch eine Frage an dich, Sonja. Das hat mir jemand erzählt, dass du das so machen würdest. Der hat mir erzählt, wenn du deine Tomaten setzt bei dir im Gewächshaus, dass du die nicht mit der Wurzel, also schon, aber dass du die hinlegst. Das erzähl nochmal. Das ist, finde ich, super spannend. Also so als kleines Schmankerl am Abschluss. Ja, also das ist ja so, die Tomaten ist ja richtiges Unkraut. Ja,
Also die wuchert ja, bei der kannst du nichts kaputt machen. Ja? Also wenn du Tomaten umbringst, musst du schon einen super Daumen haben. Ja? Es ist ja so, eine Tomate, die, wenn ich mir zum Beispiel eine kaufe und die ist Hausnummer 30 cm hoch und hat noch keine noch keinen Blütenansatz, dann setzt sie es immer bis zum Herz ein. Also und man könnte es tief setzen, dann muss man ein tiefes Loch graben. Einfacher ist natürlich, wenn man Rille macht und das und man legt es rein. Also ich habe schon, ich hab Tomaten, es geht um das, dass die Tomate ein Stängel, ja, und das heißt, und du willst von einer Tomate drei Tomaten haben und nur eine kaufen, ja, dann zwickst du den Geiz raus, ja, und steckst ihn rein und dann hast du drei Tomaten, ja. Das heißt, die wird da immer anwurzeln, ja. Und wenn aber jetzt eine Tomaten, weil ich vielleicht schon angefangen habe, die schon einen Meter hoch ist, ja, und ich habe erst ab 80 cm meinen ersten Blütenstand, dann werde ich die noch nicht mit der Wurzel einsetzen, weil dann habe ich 80 cm nichts, bis die erste Frucht kommt. Ja? Also das heißt, entweder ich drehe sie in den Topf, das heißt, ich gieße sie einmal 2-3 Tage nicht, dann ist sie komplett Gummi, ja, dann ist sie ganz weich, nicht gießen vor dem Topfen, nie gießen vor dem Topfen, weil sonst kann man es brechen. Ja? Das heißt, die muss ganz Gummi sein, dann kann ich es reindrehen, ja, oder ich kann es reinlegen und schütte dann halt zu, ja, und stecke halt dann in der, wo der Kopf rausschaut, ja, ein Stecken hin, tue es aber nicht gleich hochbinden, sondern warte am nächsten Tag, weil die stellt sich von alleine hoch. Sonst brichst du es wieder. Ja. Und das kannst mit jedem Gemüse machen, außer mit dem Chili und dem Paprika. Das ist kein Stängelwurzer. Der muss unter die Keimblätter, ja, sonst fängt er zum Schimmeln an. Aber das kannst du mit Gurken machen, das kannst du mit Kürbis machen, das kannst du eigentlich mit fast allen machen. Du machst das ja schon beim Pikieren auch, genau, dass die tiefer setzt. Also wenn ich zum Beispiel, ja, also das tiefer setzen, das kannte ich, das mache ich auch schon, ich setze dann auch beim Setzen nochmal tiefer, aber das mit dem Legen, das ist ja wirklich, das macht es ja auch viel einfacher, weil man gar kein Loch, ja, man ja. macht eine Rille, legt es rein und wie ist denn da deine Erfahrung, also die Wurzel wird ja wahrscheinlich dadurch, dass es bilden sich ja am ganzen Stamm lang Wurzeln nach unten, dann hat die ja auch eine viel größere Wurzel, wo sie im Sommer auch robuster ist, oder? Natürlich. Um das geht's ja. Weil wenn ich zum Beispiel meine Tomaten setze, die sind zwar schon, sag ich jetzt einmal, fast 60 cm von der Zeit her, dass man setzen kann, ja. Und ich setze aber ein auf 5 cm. Je nachdem, wie der Fruchtansatz ist, ja. Und dann kommen die Leute aber und sagen, du hast doch immer so hohe Tomaten, warum setzt du die kleinen? Sag ich, das sind meine großen, ja. Und wenn die in einen Monat kommen, ist das so ein Buschen, ja, weil der natürlich 8 cm zusätzlich Wurzelballen noch hat. Ja, ja, und das ist das Spannende, wenn du das im Herbst dann ausreißt, dann siehst du, was da für ein Wurzelstock dran ist. Ja. Naja, Wahnsinn. Ja, und ich sage jetzt einmal, die ganzen Beete haben wir auch automatisch, also ich sage jetzt nicht automatisch bewässert, sondern wir haben überall diesen Bärdelschlauch. Weil sonst wirst du ja damisch. Wir haben in jedem Beet diese Bärdelschläuche und die werden einfach angesteckt und einmal am Tag drei auf, weißt du, dann kriegen sie auch über die Wurzeln nur das Wasser oder so. Also nicht so irgendwie, also ja. Aber wir können ja einen zweiten Ding machen. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt bald zum Ende. Also ihr da draußen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es wirklich ganz großartig, auch wenn es jetzt nicht immer alles so strukturiert war, aber es ist, ihr habt einfach so schöne Dinge in eurem Leben gemacht, also wirklich großartig. Genau, und kommentiert es einfach mal fleißig, sonst, falls ihr noch Fragen habt an Sonja und Gerhard, die Sonja wird ja dann auch die Kommentare vielleicht mal sehen, oder wenn es jetzt wirklich sich unendlich viele Fragen noch sind, dann machen wir im Zweifel halt einfach nochmal ein zweites Video, wo wir auf die Fragen eingehen. Die Sonja hat ja auch einen ganz wunderbaren Telegram-Kanal, ne? Den werden wir unten drunter auch mal verlinken. Also wer Telegram hat, kann da einfach mal reinschauen, weil da ja auch wirklich viele schöne Fotos und Videos sind, wo man ganz viel lernen kann, bei dir auch, wie man es macht.
Genau, und von daher denke ich, passt es. Und die Infos, die euch noch fehlen, da schaut sie mal auf dem Permakultur, auf dem Telegram-Kanal von der Sonja und vom Gerhard und schaut es einmal da, ob ihr das findet. Und wenn ihr vielleicht ja sogar in Österreich seid, ja, dann guckt da mal bei den beiden vorbei, wer bei den offiziellen Gartenführungen, wollte ich gerade sagen, die ihr, glaube ich, auch ein paar Mal im Jahr macht, wenn ihr den Garten mal sehen wollt. Es lohnt sich. Wenn man dann im Telegram-Kanal gib es rein, wann wir es machen, ja. Genau. Dann danke ich euch erstmal recht herzlich dafür. Ja, hallo. Und danke. Hat Spaß gemacht. Ja. Flasche wieder plapper. Ja, der Redeanteil lag bei Sonja, aber ich fand, ihr seid schon echt, es macht Spaß mit euch beiden, auf jeden Fall. Ja, sie hat in der Vorbereitung hat sie ja schon gesagt, Gerhard, sprechen du's, du hast gesagt. Ja. Ich hab nichts sonst gesagt. Habe ich gesagt, ja, alles klar. Wir machen es so wie immer. Alles klar,